Ja, nochmal zum Thema Prozentrechnung. Diese einfache Geschichte, wenn man hat 80 € zum Beispiel und dann gibt es darauf, was weiß ich, 26% Nachlass. Mir sollte den neuen Preis ausrechnen. Diese Geschichte mit, ich habe ja extra eine komplette Playlist gemacht, erwähne ich hier nochmal, wo auch andere Methoden dabei sind, auch mit der Formel. Aber wenn ich sage, diese 80 € sind der ursprüngliche Preis von 100% und ich brauche diese 26%, dann weiß ich, wie viel Nachlass es gibt und kann den Nachlass davon abziehen. Oder wenn ich von 100% 26% abziehe, bleiben ja, kann man flott im Kopf rechnen, 74% übrig. Kann man jetzt machen, wie man will. Was relativ einfach ist, 50%, kann man so ein bisschen rumspielen, sind 40 €. Dann kann ich hier auf beiden Seiten durch 5 zum Beispiel teilen, dann komme ich auf 10%, durch 5 sind 8, das kann man ja flott im Kopf alles machen. Dann kann ich durch 10 teilen, dann habe ich 1%, naja, 8 durch 10, 8 Zehntel sind 0,8 €. Warum mache ich die ganze Geschichte? Wenn ich jetzt 10% habe, entsprechend 8 €, dann weiß ich ja, dass 20% ist das Doppelte, ist also ein bisschen Spielerei, 16 € sind. So, und jetzt fehlen mir noch 6%. Das ist ja eigentlich nichts anderes als das mal 6. Oder ich kann noch so ein bisschen rumspielen, das hier mal 5. Da habe ich 5%. Geht vielleicht ein bisschen schneller. Ist das mal 5 oder hiervon die Hälfte? Ist noch einfacher im Kopf. Dann kann ich mir das so zurechtbasteln. Das plus das sind 20 €. Dann habe ich 25%. Das hätte ich auch hier durch 4 machen können. Und dann noch 1% dazu. Dann habe ich 26%, sind 20,8 €. Alles flott im Kopf dahergebastelt. Jetzt werden manche sagen, warum die Umstände, da kommt man auch schneller hin. Aber das kann ich eigentlich alles ohne Taschenrechner und ohne irgendwelche wilden Formeln, immer nur von der Grundvoraussetzung, das hier waren die 100% und dann wurschtel ich mich da irgendwie so durch. Und für alle die, die jetzt dann Panik haben, jetzt muss ich ja noch 20,8 von 80 abziehen. Es gibt eigentlich nichts Schöneres als Runden, dass man sagt, das sind so ungefähr 21 €. 20 weg sind 60, 1 € noch weg. Sind 59 und dann Pi mal Daumen weiß man so ungefähr Bescheid. Wer dann jetzt meckert, aber ist doch zu ungenau, lasst euch davon nicht verwirren. Sollte zeitgleich hier jetzt nochmal so eine Spielerei sein, wie man ohne Taschenrechner locker da durchkommt und dass man die Werte nicht allzu genau nehmen sollte. Es gibt ja so fantastische Sachen wie Computer, die das mittlerweile machen. Also es geht ja mehr ums Verständnis, dass man Texte aufnimmt und die Werte richtig zuordnen kann. Erstmal ohne Taschenrechner rumgespielt, ein bisschen Übung bekommen und die ganz großen Pakete, dann die hat man hinterher sicherlich dann in den Computer ein.